Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Karte Laufe im Marsch, Version 2.5. Ja, ich hätte beinahe vergessen, unsere Aussaat fortzusetzen. Und durch Zappen ist mir aufgefallen, dass er auf Pegel wartet. Ich hatte ja letztes Mal die Fahrzeuge ja alle weggeschickt. Nun sehe ich auch, dass die Produktion auch bald wieder runterbraucht. Also Mist und Gärrest oder Gülle. Also ja, als Zug, als Stoff, als Rohstoff. Und erstmal reicht das immer aus. Denk mal, ne? Guck mal ganz kurz, Dünger. Ja, das reicht hin. Saatgut müsste auch reichen. Da brauchen wir nicht nachholen. Um mal gleich mal wieder aufs Feld zu fahren und das fertig zu bekommen, ne? Wir können den morgen wie anfangen. Also in dem die ganzen Felder mal nachzukalken. Die allermeisten Felder brauchen ja nicht viel. Aber ich denke mal, jetzt halt mal gucken, dass wir das hinkriegen. Ne? Ich weiß nicht genau, wann die Hopfenfelder soweit sind. Aber das dürfte nicht mehr lang dauern. Also im Herbst ist es ungefähr soweit. Also mal ganz kurz reingeschaut. Da muss man hin. Die Hopfenfelder sind noch ganz, naja, viel. Ist halt so, ne? Also, KI-Bauer macht sowas nicht, ne? Die Socke. Anscheinend macht KI nur Stahlfrüchte. So, jetzt wo war ich stehen geblieben? Da ist noch unser Mais. Quatsch. Sonnenblumen. Stehen geblieben war ich wo? Ach so, jetzt hier. Mit dem Status, wie weit reif es ist. Und zwar Hopfen. Es ist dunkelgrün, ne? Das würde bald, reif werden. Reif ist auch zum Beispiel noch andere Felder. Ich glaube, ein bisschen Geld. Ich habe ja ein bisschen verdient. Kredit hatte ich dann, da zahlen wir gleich mal zurück. Und dann brauchen wir nicht so viel Zinsen zahlen. Zinsen aktuell zahle ich zurzeit 2,9 hat gezahlt. Das muss ja nicht sein, ne? Wenn wir Geld brauchen würden und dringend in großen Mengen 3 Millionen, wenn wir kriegen, dann könnten wir mal aufnehmen zur Not. Jetzt schauen wir mal. Nehmen wir aus, das geht nicht. Zurückzahlen, ne? Und ich verkaufe jetzt Milchprodukte, das noch ein, zweimal noch und dann muss ich mal schauen. Papier und Karton kann man noch verkaufen, da haben wir auch genug drin, war richtig voll. Klopapier, Wissen verdienen wir noch, ist auch schuldenfrei, ne? Gut, Rapsernte, Quatsch, die Hopfernte wird noch nicht fällig. Da brauchen wir uns keinen Gedanken machen deswegen. Und wettermäßig, Alt-S, hier verschoben, feine Stahl. Gut versorgt im grünen Bereich, der auch grün. Stroh, Pellets ist, ja, das ist okay. Und der zweite ist, ja, auch im grünen Bereich, ne? Also futtermäßig, jetzt haben wir einen Milch 112. Na, den Molkerei arbeitet jetzt ja wieder. Sonst ist da schon ganz schön voll, ne? Also Milchproduktion, die läuft jetzt wieder. Also die Molkerei arbeitet. Packungen haben gefehlt. Das war natürlich, oder ist blöd. Die haben schon den Leitplanke entfernt. Das ist auch passend. Sonst würde ich das nicht weg mit der Platten. Die lassen wir ruhig stehen. Zur Straßeneinfahrt ist es ganz günstig. Könnte man mal eine gute Kreuzung zaubern mit bisschen mit dunklen anderen Material. Ne? Und der Asphalt, den wir haben, ist auch. Ah, und der Mistfahrer steht. Ich gucke gerade eine faule Socke. Muss ich gleich mal rüberlaufen und den manuell abladen. Entweder ist da Wege voll, weil auf 1 nicht so viel. Oder haut nicht ganz hin, ne? Das kann auch sein. Ne? Ich brauche doch Gärrest, das muss abkippen. Das zeigt ihr mir nicht an. Kann man nicht sagen. Das, ja, es könnte sein, dass es vorn voll war. Ja, ist nicht voll.
Ich schicke immer wieder los zum Beladen. Und dann werden wir nächstes Mal um die Abo und die Gärreste holen und die hätte auch nur rübergehen können, ne? Ich wollte ja nur weiterarbeiten mit unserer Aussaat. Müsste fast durch sein normalerweise. Fast. Da haben wir. Da aufs Feld müssen wir rauf und die Aussaat fortsetzen. Dann haben wir die Rapsaussaat für dieses Jahr erledigt. Und für nächstes Jahr müssen wir noch Gedanken machen, wo wir überall Getreide anpflanzen werden. Da sind zum einen die Hopfenfelder, die gemacht werden können. Zum anderen unser Rübenfeld, was wir noch haben, kann Getreide rein. Und da muss ich mal sehen, wo wir dann ein nächstes Jahr Hopfen anpflanzen. Das ist die nächste spannende Frage. Entweder ich lasse jetzt die Grasfelder für Hopfen. Oder ich kaufe mir zum Frühjahr noch die Felder. Also ein Rübenfeld wollte ich noch kaufen. Das für eins hängt vom Geld ab. Eigentlich ein großes Feld. Entweder die 65 oder diese 58 oder 61. Oder hier, mal gucken hier, 56. Das ist verfault. Brauchen wir nicht kaufen, ne? Ja, das ist schon vom Jahr davor. Ja, gut. Verfaulte Felder brauchen wir nicht kaufen, das bringt ja nichts. Ne? Also die 58 ist unkrautfrei oder die 65. Die 58 muss ja geflügt sein, also ungünstig. Gut, dann die 56, was kostet der Spaß? 65, kein Preis da. Doch, haben wir. Und zwar 2,5 Millionen, das müsste eigentlich gehen. Rein theoretisch. Und Potenzial 103%. Hier ist, obwohl ich nicht gemessen habe, hier ist Lehm drin, 41% und 44% schluffiger Ton. Der Ton ist nicht so gut. Und da haben wir auch viel Ton, da 37, haben recht viel Lehm. Lehm ist, habe ich Erfahrung gemacht, guten Ertrag. Man sieht hier bei 68% gleich Betrag minus. 39, 42, oder das ist sogar ein schönes Feld, ne? Auf der Ecke haben wir recht viel Lehm. Ich muss dazu sagen, ich habe glaube ich nicht die Originalkarte von Fat Action, glaube ich, mit Bodentypen drin, ich weiß es nicht genau. Ob das übernommen wird, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe ja früher gestartet. Und konnte es ja nicht abwarten, ne? Aber das ist dann halt so, ne? Hier kann man sehen, 109% erwarte ich Prozent mehr. Und das ist hier schlechter Boden, ne? Fluffiger Ton. 100%. Das ist, da geht es ein bisschen mehr, 111%. Da 104. 109 und 116%, das ist gut. Bei Gras 140% und 100%. Ja, das Feld haben wir auch noch. 12. Was war drin gewesen? Was hatten wir da drin gehabt? Keine Ahnung. Glaube ich Getreide. Da könnt da zum Beispiel Ton, Dings rein. Da schon. Der Hopfen. So, der arbeitet. Und ich mal gucken hier in Molkerei. Klar. Stehe ich wieder am Weg, ne? Ah, dann gleich weg. So. Kurz wieder aufladen. Auf geht's zum Lidl. Die findet ihr dann sich ein bisschen besser. Außer man rangieren soll, das ist ungünstig. Ne? Spiegeln. Nicht so gut erkennen kann die Welt, ne? Hätte ich abbiegen können, theoretisch.
Liebe Nächste. Jetzt geht der Spiegel nur die untere Ende und da auch nur Anhänger. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, die Forschung von Mist und Gärreste, das hat nächste Mal machen müssen. Dann werde ich mal Papier und Karton nehmen und zur Produktion bringen. Das ist dann auch gemacht werden. Also Gras, was ich mir entschieden, werde ich im Frühjahr den Hopfen anpflanzen. Und das ist, können wir noch bestimmt noch ein, zwei Mal was ernten. Für die Silageproduktion für die BGH. Los. Heftig, ne? So, mal gucken. Da, nö, ja. Wir können gerade ausfahren. Zu langsam gefahren, ne? Sonst haben wir mit Schwung gemacht, ne? Flieger. Guck gerade, wo ist Zeit. Ich hatte die letzten Folgen oft überzogen. Schlecht vom Algorithmus. Ist leider so. Da könnt ihr nichts dafür, wenn zu kurz geschaut wird. Bei 11 schalten wir viele ab. Das brauchen wir immer, ne? Ist halt so. Und das ist die schlechte Berechnung von YouTube. Das Vorschlagen für neue Zuschauer, ne? Das ist das Ganze. Blick geht nicht durch. Das funktioniert. So, Lidl ist gleich links, dann müssen wir nochmal gucken. Alles da, Preise klar. Da sind wir hier. So. Das sind zu weit weg. Ich kriege die erste Reihe gar nicht, zweite Reihe gar nicht mit. Shit. Ja, die Farbe ändert, wird auf jeden Fall abgeladen. Jo, das klappt. Jetzt können wir gleich mal die Kartonfabrik fahren. Aber gleich mal links, mal hier links. Könnte auch eine Produktion sein, ne? Vom Gebäude her mit Traunstein, das könnte was sein. Würde mal als, naja. Ja, wir brauchen so einen großen Traunstein, ne? Aber Produktionsstelle könnte das sein. Ein bisschen nicht ganz logisch. Da ist auch ein Traunstein an, ein Spiegel. Mehl oder sowas, ne? Und die brauchen nicht so Heizung, das brauchen wir nicht. So, ab zu Karton und Papier. Das brauche ich noch für Druckerei, dass das zum Stehen kommt wieder. Dann nehmen wir 2020 mit. Den Rest halt, wenn zu viel sein sollte, verkauft halt. Gleich hier rum, abbiegen. Oder ich verkaufe mal das Grillpapier. Okay, auch. Das läuft ja. Einmal eine Runde. Immer wieder. Maximum. Mal 22 nochmal. 18 nochmal. So. Aufladen. Ja, genau. Nummer 18. So. 18. Maximum. So. Dann sind 18. Das ist ja gut erledigt.
Da haben wir. Karton haben wir noch recht gut. Oh, da wollen wir kaufen. Auf jeden Fall. So. Wer zahlt den besten Preis? Oh, guck mal, halt das verkehrt. Toilettenpapier, Klopapier, Aldi, Edeka hat auch 1810, da kommen wir dahin. Hat irgendwie so weit weg. Ihr müsst auch ein bisschen sehen, dass ich nicht so weit fahren muss, ne? Sonst ist es auch blöd. Weil Zeit kostet ja auch Geld, ne? Und mal sehen, ob ich 2 Millionen schaffe heute. Na, heute nicht. Und schau, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich verkaufe morgen Papier, Toilettenpapier. Hier heißt das Klopapier. Naja, ist halt so, ne? Na, tschüss, ciao. Und mal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschalten. Und bis morgen. Wenn ihr schon Laune habt, ich bin da. Tschüss.